Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Return to Moria. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie ihr seht, wir haben endlich die Domäne der Schatten-Orks gefunden. Wir mussten ziemlich viel durch die Gegend irren. Ich habe die ganze Zeit gesucht. Und dann auf einer Zwischenebene hat sich hier endlich ein neuer Weg aufgetan. Das war nur so, insgesamt war ich jetzt in diesem Bereich so, keine Ahnung, 7-8 Stunden unterwegs. Auf der Suche nach unterschiedlichen Dingen. Jetzt kümmern wir uns hier erstmal um den guten Freund der Orks. So hoffe ich zumindest. Um den Anführer, müssen wir mal gucken, wie das hier so alles läuft. Es ist natürlich ein bisschen problematisch, weil wir... Wow, hat er uns getroffen? Es ist natürlich ein bisschen problematisch, weil hier echt viele Gegner sind. Aber wir werden es wie immer machen. Wir rennen einmal fröhlich durch. Auch überall die Schatten-Orks hier. Logischerweise. So, wir flitzen einmal quer durch. Bis zu unserem Boss. Welcher hier zu finden ist, hoffe ich. Sieht ganz gut aus, glaube ich, ne? Oder auch nicht. Aber dieses Labyrinth hier ist nichts gegen das Labyrinth, das wir... Schattenbrunnen. Der Kampf gegen den Schatten geht weiter. Neues Ziel. Erneuere die Schutzzauber. Ach, das ist was anderes jetzt. Ist ja cool. Hallo, Freunde. Ah, da hinten ist der Boss. Ah, guck mal. Es sieht sogar jetzt tatsächlich anders aus als... das ist ja cool. Wenn ich dir jetzt ins Gesicht schieße, kommt dann der Rest auch dazu? Ne, das ist ja gut. Komm mal her. Aua. Marbu Tefu! Okay, können wir die jetzt... ist das der jetzt gerade dahin gelaufen ist oder respawnen die einfach? Hä? So, das ist der Boss. Die sind halt ganz gut wegzukloppen mit der Axt, das ist schon mal ganz gut. Da kommt immer sofort wieder ein neuer, kann das sein? Oder wechseln die einfach die Plätze? Warte mal. Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Ist das... Das war jetzt der hinten rumgelaufen ist, der sich da jetzt hingesetzt hat. That's all you got? So, jetzt kommen noch mal ein paar Orks und Wags und Gott weiß ich was alles. Die kriegen wir aber glücklicherweise alle relativ gut weg. Nur der Schatten ist ein bisschen problematisch. Sag mal, der wird gar nicht unterbrochen hier, der Typ. So. Kein Schatten, das ist gut. Ja doch, es werden langsam weniger. Hä? Also, da war doch eindeutig auf ihn drauf gezielt. Die hier scheinen unterbrochen zu werden von unseren Schlägen in ihren Angriffen. Das ist gut. Was haben wir hier? Ein Onyx, verdammt. Ich hatte jetzt ja kurz gehofft, dass wir da auch einen Diamanten finden. Das wäre nämlich super. So, haben wir jetzt hier klar Schiff gemacht? Soweit. Ist jetzt nur noch der Piefke da? Naja, also der holt ja immer seine 25 Mann. Das Problem ist nur, können wir, nur mal so aus reinem Interesse, wie ducke ich mich denn nochmal? Irgendwie konnten wir uns doch ducken. Z. Kann ich, erstmal kann ich auch einen besseren Helm anziehen. Oh. Meint ihr, er bekommt es mit, wenn ich... Verdammt.
dafür brauchen wir den Adamanthammer. Hä? Haben wir den Adamanthammer nicht dabei? Steh auf! So, okay, dann von mir aus bekämpfen wir jetzt erstmal den Piefke-Dicer. Versuchen wir es zumindest. Gucken, ob es einigermaßen klappt. Einfach mal drauf. Einmal den kleinen Kram hier weghauen. Gut so. Und wieder auf ihn. Allem ausweichen. Moment mal. Der war jetzt wieder so einfach. Ich hätte ja gedacht, dass der ein bisschen schwerer wird. Ach, guck mal hier. Ach nee, guck mal. Das ist ja toll. Jetzt wundere ich mich. Sternmetallhammer. Ich hätte schwören können, wir haben den Adamanthammer auch mit dabei. Warte mal. Den können wir uns ja ganz schnell einmal bauen, hoffe ich. Gucken wir mal. Schnell mal nach Hause flitzen. Wir haben jetzt den Teleport, den Schnellreisestein, den Kartenstein haben wir jetzt ja da. Ich will mal Teleport sagen, aber es ist natürlich nicht. So, warte mal. Hier können wir uns den guten Adamanthammer... Ne, wir haben nur den... Müsste der Adamanthammer nicht fast schlechter sein als der Sternmetallhammer? Da stand Adamanthammer, ne? Interessant. Wir trinken uns nochmal schnell ein und dann flitzen wir dahin zurück. Wir müssen jetzt nicht unbedingt schlafen, das passt schon. Wir könnten natürlich nochmal zu der Mithril-Schmiede gehen und mal da kurz gucken. Habe ich den irgendwie? Warte mal. Müssen wir überhaupt nicht hingehen. Wir können uns das ja in den Rezepten anschauen. Habe ich das irgendwo übersehen? Hier, Rezeptliste. Wir haben die von Nogrod. Kein Adamanthammer. Hier auch nicht. Sternmetallhammer. Shanorhammer. Okay, da möchte ich meinen, dass wir den einfach noch nicht können. Das könnte natürlich durchaus sein. Warte mal. So, hier der Knochenhort. Da stand doch Adamanthammer, ne? Wir können uns hier nochmal kurz umgucken. Hier haben wir erstmal eine Truhe. Ork-Truhe. Können wir, brauchen wir einen Ork-Schlüssel für. Siegel muss repariert werden. So, benötigt Adamanthammer. Den haben wir noch nicht, den Adamanthammer. Den müssen wir erstmal finden. Oh, guck mal hier. Beschädigter Geschichtsstein. Durins Sieg. In alten Runen steht geschrieben, der Sieg des Durin soll ein Lebensalter der Erde überdauern, um die Brunnen zu versiegeln, die Zerstörung ungeschehen zu machen, die Lampen zu erbauen. Mögen diese unter ewiger Wacht brennen, mögen sein Sieg niemals in Vergessenheit geraten, möge Durins ewiges Leben beschieden sein, möge er die Khazad stets führen, wenn sie in Not sind. Schön. Hierfür brauchen wir einen Ork-Schlüssel. Ich hätte spontan vermutet,
dass der Piefke, der Anführer, uns diesen Ork-Schlüssel droppt. Zumindest konnten wir ja sonst immer von den Anführern die Truhen einfach öffnen, wenn wir sie besiegt hatten. In dem Fall geht es nicht. Da brauchen wir also irgendwoher einen Ork-Schlüssel. Ich hatte ja auf die Truhe gehofft, dass wir da ein paar Diamanten finden, die wir dringend brauchen, um die Mithril-Waffe herzustellen. Das sind auch nur Holzstücke. Haben wir irgendwo eine Flagge? Ich sehe nirgends eine Flagge. Karadras, der grausame, das Lager wird belagert? Hö? Man weiß nicht. Na gut, dann flitzen wir erstmal weiter. Vielleicht bekommen wir ja noch das, was wir brauchen. Ach, hier geht's gar nicht weiter. Oh doch, uralte Tür benötigt Schass Ackermann. Benötigt den Ackermann. Also jetzt brauchen wir tatsächlich, als nächstes benötigen wir nun die Waffe. Und die Waffe können wir uns erst schmieden, wenn wir 3 weitere Diamanten gefunden haben. Die müssen wir irgendwo herbekommen. Ich möchte ganz gerne kurz mehr in die Mitte laufen. Hier können wir nichts machen. Die können wir leider nicht aufschließen. Kann ich da einfach drauf rumprügeln? Und droppen die dann das gleiche oder geht das, was eigentlich drin wäre, verloren? Nee, das scheint tatsächlich das zu sein. Und wir haben leider keine Diamanten bekommen. Wieder nur schwarze Diamanten. Na gut, warte mal. Wir können uns hier aber noch ein bisschen weiter umgucken. Wir können uns auch noch mit ein paar anderen Orks prügeln. Wir hatten ja am Anfang hier, hatten wir noch ein paar. So, da kommen wir nicht weiter. Wir hatten ja jetzt hier, aber am Anfang sind wir noch um ein paar Leute drumherum gelaufen. Um ein paar Passanten. Um ein paar Orks. Die hauen wir auch noch weg. Da waren nämlich auch noch Truhen ganz am Anfang. Vielleicht... Ich gebe die Hoffnung nicht auf, was Diamanten angeht. Eventuell haben wir ja durchaus Glück. Und finden hier noch irgendwo welche. Hier gucken wir uns jetzt auch mal in jeder Ecke um. Ich kann auch mal wieder meine Lampe auf den Kopf setzen. Von da kommen wir gerade. Hier in die Richtung geht's nicht weiter. Hier und da kann man sich dann doch auf dem Minimap verlassen. So. Da geht's nochmal wo ganz anders hin. Da vorne haben wir eine Flagge, also wird da auch eine Truhe stehen. Und normalerweise die Truhen, die lassen sich ja ganz einfach öffnen, indem man einfach die Flagge kaputt macht, dann bekommst du ja... Hui, hier ist auch was los. Dann bekommst du ja den Schlüssel, aber da habe ich jetzt gerade keine Flagge gesehen. Wo wir gerade waren. Sag mal, kannst du mal umkippen? Yeah.
Nächster. So. Aua. Gut. Onyx ist kein Diamant. Schade. Moment. Habe ich gerade Schaden bekommen durch die Schläge oder nicht? Ah nee, das ist übrigens ein Bug. Das hatten wir in der letzten Folge schon. Witzigerweise hatte ich zwischenzeitlich das Spiel sogar neu gestartet und wir haben den Bug trotzdem noch. Unsere Rüstung geht kaputt, aber wir bekommen irgendwie keinen Schaden. Da weiß ich auch nicht so ganz, was man dagegen machen kann. So, hier zum Beispiel können wir einfach... Da haben wir den Schlüssel. Können wir so öffnen. Oh, wir brauchen nur noch zwei, Leute. Wir brauchen nur noch zwei Diamanten. Ich flippe aus. Ich flippe aus. Den brauchen wir nicht. Den brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Brauchen wir alles nicht. Endlich mal wieder ein Diamant. Ey, also... In den letzten... 18, 12, 15 Stunden haben wir keinen dieser Diamanten gefunden. Und wir haben einige der Stunden aktiv danach gesucht. Heieiei. Oh, das wäre ja super, wenn wir jetzt... Wenn wir jetzt da vorne... Da vorne war ja nochmal ein, zwei Lager. Also die Standardlager, die immer am Anfang stehen. Wenn wir da jeweils auch noch einen bekommen würden, ne? Das wäre sensationell. Dann haben wir's. Dann haben wir's endlich. Naja, gucken wir mal. Ich freue mich mal jetzt nicht zu früh. Wir haben auch keine Ausdauer mehr, nichts mehr. Können aber mal hier noch ein Bierchen trinken. In the mountain. So. Durst nach Heldentaten. Das Ding ist leer. Jetzt können wir... Hier geht es... Oh, hallo. Ja, das ist natürlich doof, dass wir jetzt gerade keinen Schaden kriegen. La calma, you. Hier kommen wir ja gerade her, ne? Das ist ja die Ecke, wo der Boss dann ist, ne? Ja. Ist es. So, hier nach rechts sind wir gerade. Also müssten wir jetzt hier... ...nach links... kommen wir wieder zum Eingang. Und beim Eingang sind mindestens noch zwei Truhen. Wenn jetzt in jeder der Truhe einer dieser herrlichen Diamanten zu finden ist. Dann wäre das echt wunderbar. Ich werde jetzt übrigens gerade nicht das Spiel neu starten, in der Hoffnung, dass der Bug nicht mehr da ist, dass wir keinen Schaden mehr bekommen. Weil wir dann hier höchstwahrscheinlich den gesamten Bereich wieder kaputt hauen müssen. Wie gesagt, ich mag das eigentlich gar nicht, auch wenn das jetzt natürlich in Anführungszeichen zum Vorteil von uns ist. Aber ich stehe da halt überhaupt nicht drauf. Ich werde auch weiterhin einfach versuchen auszuweichen und alles. Und so zu tun, als würde ich weiterhin Schaden bekommen. In der Hoffnung, dass ihr mir verzeiht, dass ich jetzt nicht hier irgendwie das Spiel großartig starte, wobei das beim letzten Mal auch nichts gebracht hat. So, den haben wir. Kommt alle her. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich tu mal so, als hätte ich Schaden bekommen und hau mir mal einen Lembas rein. So.
Aua. Okay, jetzt ist wieder Zeit für Lembas. Ich hab Schaden bekommen. Aua, aua, aua. So. Hup. Hä? Er hat ihm erstmal schön in den Rücken geschossen, ey. Herrlich. So. So, 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 so. Ich glaube, wir haben keinen zweiten Diamanten bisher, ne? Nein, das ist noch immer nur einer. Hier vorne ist das Lager, was belagert wird, was natürlich nicht so gut ist, aber ich glaube, wir werden mehr oder weniger in Ruhe gelassen. Und ich hatte eigentlich auch gedacht, dass wir damit schon durch wären. Mit der Belagerung. Nämlich eigentlich vor der Folge passiert, aber die scheinen einfach wieder zu belagern. So, nochmal ein Lembas hinterher. Wie gesagt, ich versuchte mal jetzt quasi das zu verbrauchen, was wir auch verbrauchen würden, wenn wir Schaden bekommen würden. Komm. Jawohl. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Leute, 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 Leute. Jetzt brauchen wir noch einen. Jetzt brauchen wir noch einen. Komm, 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 komm. Okay. Das Spiel sagt nö. Du darfst keinen Schlüssel haben. Dann hau ich eben so drauf. Moment. Jetzt sag mir nicht, ich kann den nicht kaputt machen. Die andere ging ja sehr einfach kaputt. Warte. Spitzhacke. Ja, Spitzhacke bringt's. Das war der Fehler. Bitte gib mir noch einen Diamanten. Bitte gib mir noch einen Diamanten. Scheiße. Scheiße. Jetzt fehlt uns noch immer ein Diamant. Uns fehlt noch immer ein Diamant. Nein! Okay. Aber es ist gar kein Problem, Leute. Es ist überhaupt gar kein Problem. Den letzten Diamanten werden wir schon finden, früher oder später. Wir sind aber ein Stückchen weitergekommen. Ich freue mich, dass wir diesen Boss jetzt auch gelegt haben. Das ist schon mal ein sehr guter Fortschritt. Ach, guck mal, hier ist ja jemand. Hallo? Da freue ich mich außerordentlich drüber. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Ich bedanke mich für eure Zeit, Likes und Kommentare. Ein herzliches Willkommen an alle neuen Abonnenten. Wenn ihr wollt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann hoffentlich auch mit unserem 9. Diamanten. Hier haben wir 2, 6 haben wir zu Hause. Wir brauchen 9, um die Waffe herzustellen, den Herr Ackermann. Und dann können wir da hinten diese Tür öffnen. Hier an der Stelle. Freue ich mich drauf. Ich danke euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.